Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, wir haben es gerade gesehen, sehr emotionale Szenen haben sich abgespielt beim letzten Finale der UEFA Women's Champions League in Budapest. Ja, und in genau 202 Tagen, am 24. Mai 2020, wird das Finale der UEFA Women's Champions League hier im Schmuckkästchen im Viola Park in Wien zur Austragung kommen. Ich freue mich sehr, dass heute so hochkarätige Gäste sich hier eingefunden haben und ja, einen ersten öffentlichkeitswirksamen Impuls im Hinblick auf dieses Endspiel zu setzen. Ab morgen, Dienstag um 10 Uhr, werden auch Tickets für dieses europäische Endspiel erhältlich sein. Ich begrüße nun als Repräsentantin der UEFA Fatmire, genannt Lira Alushi. Sie ist eine der ganz großen Ikonen des Frauenfußballs, wurde mit Deutschland Welt- und Europameisterin und konnte sogar mit Turbine Potsdam 2010 den Pokal der UEFA Women's Champions League gewinnen. Neben ihren herausragenden Leistungen im sportlichen Bereich ist sie auch für ihr soziales und gesellschaftliches Engagement bekannt und wurde dafür auch ausgezeichnet. 2009 erschien auch ihre Autobiografie Mein Tor ins Leben vom Flüchtling zur Weltmeisterin. Herzlich willkommen, Lira Alushi. Gemeinsam mit ihr, bitte hier am Podium Platz zu nehmen. Gemeinsam mit ihr dürfen wir in einer ersten Gesprächsrunde heute die ÖFB-Teamspielerinnen und Teilnehmerinnen mit ihren Vereinen an der UEFA Women's Champions League, Manuela Zinsberger, Viktoria Schnaderbeck und Carina Wenninger, hier zu uns aufs Podium bitten. Vielen Dank. Ja, Lira, wir haben jetzt den Film gesehen. Was geht dir durch den Kopf, wenn man die Bilder von diesem Finale sieht? Wie groß sind da die Erinnerungen an 2010? Ich denke da wirklich sehr gern zurück. Es waren schöne Zeiten mit Erfolgen oder auch nicht so tollen Erfolgen. Aber trotzdem, wenn ich solche Bilder sehe, dann will ich am liebsten wieder meine Fußballschuhe anziehen und Fußball spielen. Ja. Was bedeutet jetzt dieses Endspiel aus Sicht des Europäischen Verbandes der UEFA und welche Bedeutung hat es auch für die UEFA, dieses Endspiel hier in Wien zur Austragung zu bringen? Ja, das zeigt einfach nur, dass der österreichische Verband im Frauenfußball sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt hat. Die letzten Jahre haben es gezeigt, die Mädels haben einen super Fußball gespielt und deswegen ist das eine große Anerkennung, dass so ein super Finale jetzt in Österreich stattfindet und es ist eine schöne Stadt. Das Stadion ist sehr schön und ich denke mal, das wird ein tolles Fußballfest nächstes Jahr. Wie entwickelt sich jetzt der Frauenfußball in Europa Ihrer Meinung nach generell? Ja, ich kann ja die Vergleiche machen. Vor ein paar Jahren, ich habe ja jetzt vor knapp viereinhalb Jahren aufgehört, habe einige Finale gespielt und die ganze Medien drumherum für dieses Finale, das gab es damals gar nicht. Heute, auch zum Beispiel heute, ist ein super Beispiel, dass diese Veranstaltung gibt, das gab es damals gar nicht. Ja? Und das zeigt einfach nur, dass auch die UEFA viel dafür tut, dass der Frauenfußball weit vorankommt und auch der österreichische Verband. Ein gutes Stichwort auch, welche Entwicklung hat denn der Bewerb innerhalb der UEFA auch einen Stellenwert gewonnen und was sind die Visionen im Hinblick auf den weiteren Weg der Women's Champions League? Ja, die Visionen sind, denke ich mal, ganz einfach, dass der Frauenfußball noch einen höheren Stellenwert bekommt. Und ich denke mal, dass wir da wirklich auf einem guten Weg sind. Und UEFA tut da einiges. Die haben ganz tolle Entwicklungsprogramme in ganz Europa. Und man sieht es auch, die Mädels sind hier alles tolle Vorbilder. Und dann schauen halt ganz viele Mädels nach oben zu denen und wollen das Gleiche. Und deswegen ist die Dimension auch größer geworden. Frauenfußball hat sich einfach in den letzten Jahren extrem positiv entwickelt. Vielen Dank vorerst, Lira Alushi. Ja, unsere drei ÖFB-Teamspielerinnen, Carina Wenninger, Viktoria Schnaderbeck und Manuela Zinsberger, sind ja alle noch im laufenden Bewerb. Sie haben sich ja letzte Woche für das Viertelfinale der UEFA Women's Champions League qualifiziert. Und Carina Wenninger ist sogar als Doppeltorschützin für den FC Bayern München in Erscheinung getreten. Carina, was ist denn das Besondere an Spielen in der UEFA Women's Champions League? Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass einfach Spiele auf internationalem Niveau sind.
Ist der Traum jedes Fußballers oder jeder Fußballerin, einfach auf dem Niveau zu spielen und sich einfach mit den Besten zu messen. Und ich glaube, genau das macht es einfach in der Champions League aus. Ich habe gesehen, du warst vorher schon draußen auf der Tribüne, hast da meinen ersten Blick ja, über das wunderschöne Stadion schweifen lassen. Wie groß sind denn, glaubst du, die Chancen des FC Bayern München da am 24. Mai auf diesem Rasen hier in Wien aufzulaufen? Ja, ich denke, wir müssen jetzt auf die Auslosung schauen. Natürlich sind einige Hochkaräter mit dabei. Da muss man ganz realistisch sein. In zwei Spielen Olympique Lyon oder VfL Wolfsburg zu schlagen, ist schon sehr, sehr schwer. Ich glaube trotzdem, an einem starken Tag ist alles möglich. Und jetzt schauen wir einfach mal Schritt für Schritt, wie weit es bei mir oder bei uns mit Bayern geht. Danke, Carina. Und ich glaube, am 8. November ist die Auslosung. Wir werden die Daumen drücken. Ja, Vicky Schnaderbeck, heute ist ja auch Treffpunkt des Frauennationalteams für die beiden Spiele im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien und gegen Kasachstan. Du wurdest ja nach ein paar gesundheitlichen Problemen jetzt nachnominiert auch für die Spiele. Wie geht's dir? Und ja, was sind deine Erfahrungen bisher in der Women's Champions League? Grundsätzlich bin ich fit und gesund und kann so zum Nationalteam anreisen, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Ja. Zur Champions League selber habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen, sowohl mit Bayern München als auch mit Arsenal jetzt. Und wie die Carina schon erwähnt hat, das ist einfach sehr besonders, weil es auf internationalem Level wirst du gemessen und du misst die mit den besten Spielerinnen und das hat einfach eine ganz spezielle Atmosphäre immer. Was bedeutet jetzt dieser Bewerb für deinen Verein Arsenal? Wir sind jetzt dieses Mal oder dieses Jahr wieder erstmalig dabei und somit sind es für uns auch wichtige internationale Erfahrungen und wir sind jetzt im Viertelfinale, warten jetzt mal die Auslosung ab und schauen dann einfach auf die nächsten Spiele. Danke, Vicky. Ja, Manuela Zinsberger ist ja mit Viktoria Schnaderbeck gemeinsam beim FC Arsenal engagiert. Ihr habt ja in der ersten Runde souverän gegen Fiorentina gewonnen, jetzt zuletzt gegen Slavia Prag. Ja, ist das Endspiel etwas auf oder ein mögliches Endspiel, auf das man als Spielerin besonders hinarbeitet? Ja, ich würde mal sagen, wer würde nicht gerne im Champions-League-Finale stehen? Aber ich weiß haargenau, wie hart der Weg noch bis dorthin ist. Es sind noch ein paar Spiele. Klar, wir müssen erstmal die Auslosung abwarten. Wir sind auch in guter Form, aber bis man mal ins Champions-League-Finale kommt, da müssen wir noch einiges an Leistung zeigen. Ja. UEFA Women's Champions League, ein sehr attraktiver Bewerb. Die Meisterschaft natürlich auch sehr wichtig. Wie sind da die Schwerpunktsetzungen bei Arsenal? Also ich würde mal sagen, jeder Bewerb ist wichtig. Im grundsätzlichen Bereich, muss man ehrlich sagen, hat man mehr Spiele in der Meisterschaft. Ich würde am liebsten alles gewinnen, dann müsste ich mir die Frage gar nicht stellen. Jetzt eine Frage noch an alle vier. Wie gesagt, am 8. November erfolgt die Auslosung fürs Viertelfinale. Es sind noch sehr viele hochkarätige Teams im Bewerb. Ja, wer wären denn eure Favoriten auf einen Finaleinzug? Wenn wir mit der Lira vielleicht beginnen. Meine Favoriten? Die Favoritinnen für den Finaleinzug. Soll die beste Mannschaft einfach im Finale stehen. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass Bayern München im Finale steht, wäre fast ein Heimspiel für die. Ja, Lyon hat, glaube ich, jetzt... Zuletzt Lyon dreimal in Folge im Finale oder Champions League Gewinnerinnen. Wer kann die Phalanx vielleicht durchbrechen, Manuela? Arsenal Bayern hört sich gar nicht so schlecht an. Wenn wir ehrlich sind, das beste Team soll einfach im Finale stehen und die werden sich definitiv das verdient haben. Ich würde mal sagen, unterschätze niemanden. Egal ob Lyon jetzt jedes Mal im Finale gestanden ist, wenn du einen guten Tag hast, denke ich, sind auch die schlagbar. Also klar sind sie top oder auch Wolfsburg oder jedes andere Team, aber ich sage mal so, unterschätze keinen und dann werden wir sehen, wer im Finale steht. Also ich glaube, Favoritenrolle liegt bei Wolfsburg und Lyon einfach deswegen, weil die in den letzten Jahren konstant immer ganz weit gekommen sind und einfach auch in der Liga das beweisen über Jahre. Aber ich glaube, es sind auch noch andere Mannschaften vertreten, die wirklich auch das Potenzial ins Finale zu kommen. Ja, ich sehe das mit der Favoritenverteilung gleich wie die Vicky. Wünschen würde ich mir natürlich Arsenal Bayern. Genau, und vielleicht habt ihr heute noch eine Zusatzmotivation holen können, kleinen Vorgeschmack hier im wunderschönen Stadion, wo das Finale am 24. Mai ausgetragen wird. Gibt es von eurer Seite, liebe Kollegen, Fragen an unser Podium? Sind alle Fragen beantwortet? Dann darf ich mich ganz herzlich
bei euch bedanken und würde dann die zweite Gesprächsrunde zu uns aufs Podium holen. Vielen Dank, Lira Alushi, Manuela Zinsberger, Viktoria Schnaderbeck und Karina Wenninger. Ja, und zu uns kommen jetzt der ÖFB-Generalsekretär Dr. Thomas Hollerer, Magister Markus Kretschmer, Vorstandsvorsitzender der FK Austria Wien AG und unsere ÖFB-Finalbotschafterin Nina Burger. Bitte schön. Thomas Holler, beginnen wir gleich mit einer ganz wichtigen Frage. Warum es denn dem ÖFB so wichtig war, dieses Finale nach Wien zu holen und was die Beweggründe des ÖFB waren, sich um die Austragung zu bewerben? Ja, danke mal zunächst auch. Schönen Vormittag von unserer Seite. Ich denke, das ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir haben es vorher schon gehört, der Frauen- und Mädchenfußball ist nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart. Und es war uns auch einfach einmal wichtig, dass wir wieder mal Europa zu Gast in Wien haben. Das letzte Mal war 1995. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit einem derartigen Spiel auch im österreichischen Frauen- und Mädchenfußball einen ganz wichtigen Impuls setzen, weil gerade diese Topspiele, Champions League-Finale, vor hoffentlich einer tollen Kulisse auch dann eine große Vorbildwirkung haben können. Genau. Welche Erwartungen an Impulse für den heimischen Frauenfußball werden denn da konkret mit dieser Austragung verknüpft? Wir haben in den letzten Jahren an unserer Strategie gebastelt und sind der Meinung, dass es hier sehr essentiell ist, einen Schwerpunkt im Frauen- und Mädchenfußball zu setzen. Dafür braucht es also neben vielen Aktionen, die in der Breite aktiv sind oder gesetzt werden, auch entsprechende große Leuchtturmprojekte, Endspiele. Und für uns wäre das natürlich schön, wenn das einfach eine Katalysatorenwirkung hat, wo wir dann uns entsprechend weiterentwickeln können. Ich denke auch, dass wir jetzt im Jahr 20 einen guten Zeitpunkt gefunden haben und wir sind auch sehr froh, dass wir von der UEFA mit der Austragung beauftragt wurden, weil wir hatten jetzt gerade eine tolle Weltmeisterschaft in Frankreich. Wir werden, denke ich, 21 gerade in England eine Europameisterschaft im Frauenfußball erleben, die sicherlich neue Dimensionen setzen wird und da passt das ganz gut. Mhm. Morgen startet der Ticketvorverkauf für das Finale. Wie muss man sich die organisatorische Dimension dieses Endspiels jetzt auch für den ÖFB vorstellen? Ich glaube, organisatorisch sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben mit dem Christian Schramm einen hervorragenden Manager, der macht das perfekt. Wir haben den Support der UEFA, die machen das schon großartig. Und wir möchten auch ein Zeichen setzen. Es ist uns ganz wichtig, dass wir mit verschiedenen Aktionen und auch mit sehr moderaten Ticketpreisen das Stadion wirklich voll bekommen. Die Karten werden zwischen 4 und 12 Euro kosten. Mhm. Und genau deswegen ist es auch ganz ein essentieller Baustein, dass wir da ein schönes Event erleben werden. Danke, Thomas Hollerer. Wir bekommen dann am Ende auch noch einen kurzen Überblick über Aktionen, die gesetzt werden bis Mai 2020. Ja, Herr Kretschmer, wir haben jetzt Impressionen des letzten Champions League-Finales der Frauen gesehen. Haben Sie persönlich schon Berührungspunkte auch gehabt oder waren Sie schon einmal bei einem Match in dieser Kategorie im Frauenfußball? Ja, zunächst einmal auch von mir schönen Vormittag hier in der Generalarena oder Viola Park, wie es fürs Finale heißt. Selbst habe ich natürlich von unserem Frauenteam, wir sind ja seit 2015 in einer Spielgemeinschaft mit dem Traditionsclub USC Landhaus, einige Spiele gesehen. Champions League habe ich noch nicht gesehen, sage ich ganz ehrlich, aber ich werde natürlich beim Finale anwesend sein und habe mir natürlich auch die WM jetzt in Frankreich und auch damals in Holland, glaube ich, die tollen Auftritte unserer Frauennationalmannschaft natürlich als Fan des Fußballs, aber natürlich auch als interessierter Funktionär mitbeobachtet. Und ich glaube, da passiert einfach extrem viel. Und wir sehen das auch bei uns im Club. Wir haben jetzt bereits über 30 Mädchen bei uns auch in der Akademie. Ich glaube, es ist wichtig, auch wirklich mit den ganz jungen Mädchen zu beginnen, sie für den Sport zu begeistern. Und mit dem Finale, mit einem europäischen Endspiel hier in Wien, in einem so wichtigen Bewerb, hier als Gastgeber mit fungieren zu dürfen, das mit unserem Team zu unterstützen, macht uns stolz und sind wir sehr froh darüber. Warum ist der Viola Park die richtige Adresse für dieses Endspiel? Gut, als wir
das Stadion renoviert haben und das 2018 dann eröffnen konnten, war immer klar, dass wir nicht nur Spiele der Wiener Austria hier austragen wollen, sondern dass wir auch ein Spielort sein wollen im Fußball für andere Bewerbsspiele. Wir hatten ja schon ein Länderspiel letzten Herbst, Österreich gegen Schweden hier. Wir freuen uns irrsinnig, dass wir dieses Champions League-Finale 2020 auf internationaler Ebene haben werden. Wir haben auch mit dem ÖFB ja ein sehr gutes Einvernehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft auch weitere Länderspiele, ich denke da auch ans Frauennationalteam, aber auch an die U21 beispielsweise, hier stattfinden sollen. Und das war einfach klar in der Konzeption, dass wir nur für, ich sage jetzt einmal 20, 25 Spiele der Wiener Austria oder wenn man jetzt die Young Violets in der zweiten Bundesliga dazu nimmt, dass das nicht funktionieren wird. Und so haben wir uns positioniert. Wir sind auch sehr erfolgreich mit sogenannten Non-Match-Days-Veranstaltungen. Wir haben hier beispielsweise die erste Flugtaxi der Welt sozusagen präsentieren dürfen. Also das macht schon Spaß, aber Champions-League-Finale bekommst du nicht alle Tage. Und das in Wien austragen zu dürfen, ist wirklich eine tolle Auszeichnung. Es ist ja das Ziel, für eine tolle Kulisse zu sorgen. Was sind denn die Erwartungen hinsichtlich des Ticketverkaufs gemeinsam mit dem ÖFB? Ja, ich denke, es muss das klare Ziel sein. Wir werden hier bei internationalen Spielen 15.000 Zuschauer beheimaten können. Das Stadion sollte voll sein. Das, was in Budapest, glaube ich, vor einem Jahr gelungen ist, im Stadion sollte auch hier möglich sein. Und ich glaube, es ist gut, wirklich hier über 200 Tage vorher einen Akzent zu setzen. Es wird viele Aktionen bedürfen, aber ich glaube, wenn man dann hier ein Finale hat und man hat das bei den Bildern gesehen, ich glaube, das ist einerseits für die Sportlerinnen was Einmaliges, ein Champions-League-Finale, aber auch fürs Publikum. Und noch einmal, es ist ein Champions-League-Finale in einem europäischen Bewerb. Das hat Wien seit 1995 nicht mehr erleben dürfen. Und ich glaube, das sollte Ansporn genug sein, hier dabei zu sein. Und ist das UEFA Women's Champions League-Finale jetzt auch ein weiterer Schritt in der Strategie des FK Austria Wien hinsichtlich Frauenfußball? Sie haben es ja erwähnt, es gibt eben die Frauenmannschaft in Spielgemeinschaft mit dem USC Landhaus. Man liegt derzeit an zweiter Stelle in der Tabelle. Gut, hat gestern ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen, aber das ist einfach genau der Weg, den wir gehen wollen. Wir haben natürlich in Österreich mit St. Pölten und dem Frauenzentrum einen sehr, sehr starken Player. Aber ich glaube, auch heuer ist in der Liga viel passiert, auch dank der Unterstützung des ÖFBs. Und es kommen prominente Spielerinnen wieder in die Liga zurück, wenn man so sagen darf. Und ich glaube, mit dem Thema, dass wir hier einerseits über die Akademie immer mehr junge Spielerinnen bekommen und wir spielen mit einer jungen Mannschaft auch in der Landesliga mit, wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln. Wir als Austria haben viel vor. Wir sehen es auch, das muss man auch ganz klar sagen, am Markt der Sponsoren, dass wir hier wirklich bereitwillig auch Partner finden. Und wir haben hier viel vor. Und ich sage noch einmal, wenn du natürlich als Traditionsclub dabei bist, dann möchtest du einfach wachsen. Und ich habe jetzt erst vor 14 Tagen beim ECA-Meeting ja auch mitbekommen, dass ab 2021 auch hier noch einmal ein Schub passieren wird in der Reform der Champions League der Frauen mit Gruppenphasen. Und da auch einmal dabei zu sein und hier vielleicht auch Gruppenphasenspiele zu haben, muss, glaube ich, ein Ziel sein und daran werden wir hart arbeiten. Vielen Dank, Markus Kretschmer. Ja, Nina Burger, du bist die offizielle ÖFB-Botschafterin für das UEFA Women's Champions League Finale 2020. Warum ist dir das ein Anliegen? Ja, also es ist ein wichtiges Zeichen für den Frauenfußball in Österreich. So ein Riesenereignis, das Endspiel der Frauen-Champions League im eigenen Land abhalten zu können. Es rückt einfach den Frauenfußball wieder ins mediale Rampenlicht. Es erreicht die Breite, man kann wieder vermitteln, wie toll, wie sympathisch, wie professionell der Frauenfußball ist und man kann auch damit wieder mehr Leute erreichen, vielleicht auch außerhalb der reinen Frauenfußball-Community. Und was halt mein Anliegen ist, mein persönliches, einfach, dass es auch Kinder erreicht, dass es Mädels erreicht, die bei denen dann wieder Interesse geweckt wird für den Frauenfußball, die man für den Frauenfußball begeistern und gewinnen kann. Was sind jetzt deine konkreten Aufgaben als Botschafterin? Es dürfte schon das eine oder andere Fotoshooting gegeben haben. Der Viola Park ist voll mit Sujets, wo auch du integriert bist in das Champions League Design. Genau, also ich unterstütze im Bereich der Kommunikation. Ich bin auf den Werbesujets drauf. Ich werde bei Veranstaltungen, bei diversen anwesend sein und dieses Finale einfach thematisieren und präsentieren. Und es gibt auch ein Gewinnspiel für Teams, die zum Finale kommen, wo man dann auch ein Meet and Greet mit mir gewinnen kann oder mit dem Dominik Thalhammer.
oder auch ein Training mit mir gewinnen kann. Ja, das sind so Sachen, wo ich mich einfach schon sehr freue drauf. Perfekt. Was sind denn jetzt deine sportlichen Erwartungen für das Endspiel? Die Kolleginnen oder die ehemaligen Kolleginnen des Frauennationalteams haben ja schon ihre Favoritinnen auch genannt. Wie glaubst du, dass es sportlich und in welche Richtung es sportlich gehen könnte? Also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es ein Finale wird mit österreichischer Teilnahme direkt am Feld. Also ich wünsche euch das Beste, Bayern München und Arsenal. Sportlich erwarte ich mir natürlich ein Top-Spiel. Da werden noch europäische Top-Teams einfach ein klasse Spiel abliefern, ein spannendes, ein prickelndes Spiel. Auf das freue ich mich schon sehr. Was ich mir wünsche und erwarte, dass das Stadion voll wird, dass wir da wirklich eine super Kulisse haben, super Stimmung haben. Und ja, einfach, was wichtig ist, ich glaube, dass das so sein wird, einfach eine perfekte Werbung für den Frauenfußball. Um so, ich habe es schon vorher erwähnt, einfach auch Mädels, Kinder zum Fußball, zum Frauenfußball zu bringen, die in weiterer Folge eben auch dann anfangen zum Kicken und vielleicht bei dem einen oder anderen Verein dann auch sich anmelden. Danke, Nina, du hast das auch schon erwähnt. Es wird eine sogenannte Team-Challenge geben, wo sich Teams und Vereine zu vergünstigten Ticketpreisen anmelden können, zwischen 10 und 30 Tickets erwerben können um 6 Euro und dann auch ein Training mit dir oder mit ÖFB-Frauenteamchef Dominik Thalhammer etwa gewinnen können oder auch jede Anmeldung erhält einen signierten Ball des Frauennationalteams. Ja, Thomas Hollerer, das ist eine von mehreren Aktionen, die bis nächsten Mai noch geben soll. Warum hat sich denn der ÖFB entschlossen, doch relativ früh mit der Promotion zu beginnen und was erwartet uns noch bis Mai? Ich glaube, wir haben das vorher schon gehört. Es ist zunächst einmal wichtig, dass wir jetzt ungefähr 200 Tage vor dem Endspiel beginnen mit dem Ticketvorverkauf. Das hat es früher noch nicht gegeben. Das zeigt auch die Wertigkeit. Wir haben die UEFA-Botschafterin da, wir haben die Botschafterin da, wir haben die Teamspielerinnen da. Das ist, denke ich, ein erster guter Schritt. Und es werden dann noch weitere Aktionen folgen. Die Nina hat es gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Wir haben mit den Mannschaften eine sogenannte Team-Challenge. Wenn dort die Karten erworben werden, dann gibt es tolle Preise zu gewinnen, von Trainings, von Meet and Greets, von anderen Sachpreisen, die es gibt. Und wir werden dann natürlich auch entsprechende Events haben, 100 Tage, 50 Tage und noch vielleicht die eine oder andere Überraschung, die dann Schritt für Schritt kommt, wo wir einfach versuchen möchten, so viel Aufmerksamkeit wie möglich für dieses Finale dass wir die auch oder dass wir dieses Finale auch dann sozusagen Schritt für Schritt immer besser bewerben können, dass es auch wirklich dann verankert ist. Es ist ein, wie wir es vorher gehört haben, ein Sportevent, der in der Breite verankert ist und nicht nur in der Frauenfußball-Community. Genau, die Ticketpreise sind jetzt mit 4 Euro bis 12 Euro auch sehr leistbar angesetzt. Ist das ein Teil der Strategie für dieses Finale? Ja, wurde bereits erwähnt, sind sehr moderate Preise zwischen 4 und 12 Euro. 12 Euro für die teuerste Karte Längsseite. Mhm. Es geht uns einfach darum, dass wir gemeinsam mit der UEFA, mit dem Veranstalter, mit allen Beteiligten, mit den Mannschaften, mit den Spielerinnen ein tolles Fest feiern und Werbung für den Frauenfußball machen. Und dazu gehört auch dazu, dass natürlich der Viola Park entsprechend gut besucht ist. Danke, Thomas Hollerer. Gibt es eurerseits Fragen an unser Podium? Ich darf um ein Handzeichen bitten. Wir haben schon sehr viele Informationen bekommen. Wenn es noch Nachfragen gibt, bitte die Chance jetzt nutzen. Ich sehe keine Hände oben und darf dann abschließend die Nina bitten, das symbolisch erste Ticket zu überreichen, am besten vor der Kulisse des Pokals drüben. Genau, dass wir vielleicht da drüben gehen. Ich darf mich bei euch allen für eure Aufmerksamkeit, für eure Teilnahme bedanken und ja, freue mich auf die kommenden 200 Tage, um noch mehr Initiativen und Impulse für den heimischen Frauenfußball zu setzen und ja, bis bald, danke und auf Wiedersehen.